Hey, du! Wo willst du hin? Na, ich seh mich mal um. Ja, das kenne ich. Aber mir machst du nichts vor. Du bist hier, weil du scharf auf schnelles Gold bist. In Benerai haben sie ja eine Mine. Da ist bestimmt was zu holen, ne? Aber du wirst die Stollen nicht betreten, klar? Jedenfalls nicht, solange du dich vorher nicht nützlich gemacht hast. Ich sage dir was. Du gefällst mir nicht. Und deshalb werde ich dich im Auge behalten. Geh zu Sancho und lass dir Arbeit geben, sonst... Sonst was? Sonst muss ich annehmen, dass du nur hier bist, um das Gold zu stehlen. Und dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken, also beeil dich lieber. Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst etwas erleben. Was wird hier abgebaut? Gold. Dicke Brocken glänzenden Goldes. Und wem gehört das Gold? Sancho. Ihm gehört die Mine. Dafür kümmert er sich auch um den Tribut für Zuben. Was machst du hier? Ich schütze das Gold und pass auf, dass nicht jeder Fremde anfängt zu buddeln. Wichtig für dich ist nur, ich beschütze das Gold. Klar? Hey, ich bin Eusebio. Der Alchemist, nehme ich an. Und Schnapsbrenner. Wenn du was brauchst, bei mir kriegst du alles. Erzähl mir was über die Stadt. Mann, wir sitzen hier auf einer Goldader und ich kriege nicht einen Brocken ab. Am liebsten würde ich hier nachts mal eine Runde drehen und alle Truhen plündern. Mach das doch. Bist du verrückt? Ich bin froh, wenn ich meine Wampe morgens aus dem Bett kriege. Kannst du mir was beibringen? Na klar, Tränke brauen ist mein Geschäft. Außerdem habe ich das Rezept für einen scharfen Schnaps. Aber bevor ich das hergebe, musst du mir erst 10 Kaktusblüten bringen. Hier sind deine Kaktusblüten. Sehr schön. Ich dachte schon, ich muss selber laufen. Hier ist das Rezept für dich. Bring mir was über Alchemie bei. Zeig mir, wie ich Giftpfeile herstellen kann. Du brauchst ein Gift und ein paar Pfeile. Dann tunkst du deine Pfeilspitzen vorsichtig in die Fiole. Du brauchst eine ruhige Hand, also nimm dir Zeit dafür. Bring mir bei, wie ich Gifte herstellen kann. Im Grunde genommen ist Gift nichts anderes als ein normaler Heiltrank. Du brauchst ein Rezept, die Zutaten und einen Alchemietisch. Gib alles zusammen und gut rühren. Wenn es zu einer klebrigen Substanz geworden ist, bist du fertig. Ich will Mana-Tränke brauen. Ah, Mana-Tränke. Ihre Macht entfaltet sich in ihrer Wirkung. Sie sind eine Quelle reiner magischer Kraft. Es gibt verschiedene Rezepte für diese Tränke. Also besorg dir eins, such dir die nötigen Zutaten zusammen und leg los. Zeig mir deine Ware. Hier steht was über Alchemie. Ich bin Sancho. Ich kann keine weitere Wache gebrauchen und wie ein Sklave siehst du nicht aus. Also, was willst du? Hast du Arbeit für mich? Ich bezahle schon genug Leute dafür, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen. Aber wenn du richtige Arbeit willst, dann habe ich was für dich. Was hast du für mich zu tun? Ich habe schon länger nichts mehr von unserem Stollen aus Lago gehört. Fabios Goldlieferungen bleiben aus. Irgendwas stimmt nicht. Geh mal nach Lago und sieh dich dort mal um.
Hast du noch was anderes für mich zu tun? Ja, durchaus. Ich mache mir Sorgen um meine Männer. Die Nähe zum Gold macht irgendwann jeden schwach. Also sprich mit ihnen und spitze dabei die Ohren. Wenn sich jemand verdächtig macht, dann erzähl es mir. Wo ist Lago? Lago liegt nordöstlich von hier. Es sind nur ein paar Hütten an der Küste. Selbst die Bezeichnung kleines Dorf ist unpassend. Aber wenigstens haben sie dort einen Stollen, von dem ich kein Gold mehr bekomme. Verdammt nochmal! Eusebio macht sich verdächtig. Eusebio ist ein Penner. Er zerkleinert Gräser und braut Schnaps. Vielleicht hat er ja zu viel von seinem eigenen Zeug geschluckt. Egal, lass ihn in Ruhe. Wir brauchen ihn. Willkommen in Ben Erai. Du bist bestimmt nicht gekommen, um dir den Buckel krumm zu schuften, richtig? Naja. Mann, diese Stadt ist eine Schatztruhe, aber ebenso gut bewacht. Wenn du ein bisschen über Gold quatschen willst, dann bring welches mit. Reden wir ein bisschen. Gut. Pass auf, es gibt drei Wege, an das Gold zu kommen. Entweder du schwingst die Hacke, du legst dich mit dem ganzen Ort an, oder du machst es leise. Was ist, wenn ich die Hacke schwingen will? Dann bist du bescheuerter, als ich dachte. Zuerst musst du dir nämlich den Zutritt zu den Stollen verdienen. Aber hey, wenn du das willst, ich habe noch eine Spitzhacke, die kann ich dir verkaufen. Was genau meinst du mit leise? Du musst ein geschickter Mann sein. Am besten wartest du, bis alle schlafen. Ich kann dir zeigen, wie du an die Truhen rankommst, aber das kostet dich was. Was ist, wenn ich mich mit dem ganzen Ort anlegen will? Du bist ein kräftiger Kerl und ich habe auch einiges drauf. Außerdem kenne ich ein paar der Sklaven. Die kämpfen garantiert mit uns zusammen. Aber du solltest vorbereitet sein. Also sieh dich mal eine Weile um und verschaffe dir einen Überblick. Was ist dein Job hier? Ich habe genauso angefangen wie du. Allerdings schon vor recht langer Zeit. Eine Zeit lang bin ich durch die Arenen gezogen. Aber das war nichts für mich. Jetzt passe ich hier auf. Das ist zwar nicht besonders ertragreich, aber ich krieg eine Menge mit. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Aha. Gut so. Gut so. Nur weiter so. Zeig mir deine Ware. Nun bist du auch dem Ruf des Goldes gefolgt. Ich bin Vasco, Verwalter von Ben Erai. Hast du Arbeit für mich? Vom Westen her kommen immer wieder Crawler. In letzter Zeit trauen sich die Biester ziemlich nah an uns ran. Zu nah. Ein paar Sklaven haben sie schon aufgefressen. Ich will, dass du sie erledigst. Vor allem diese zähen Mistviecher. Die müssen irgendwo ein Nest haben. Was macht ein Verwalter so? Och, ich zähle das Gold, organisiere die Wachen, kümmere mich um die Sklaven, halt um alles, was anliegt. Die Crawler sind Geschichte. Hast du das ganze Nest ausgeräuchert? Naja, ich habe alles platt gemacht, was da so rumlief. Na gut, hier ist dein Lohn. Hast du Arbeit für mich? Arbeit? Die verdammten Nomaden treiben sich hier überall rum. Ich zahle dir ein Kopfgeld für jeden Nomadenführer, den du erwischst. Wenn du das unter Arbeit verstehst, dann habe ich Arbeit für dich. Wer steht auf deiner Liste? Shakyor der Löwe. Er hat Lago überfallen. Hurit, er überfällt mit seinen Leuten die Oasen im Süden. Und Jespas, er lauert an den Wegen und überfällt Reisende. Zeig mir dein Wasser.
Du wirkst ziemlich... ausgezehrt? Naja, ja. Meine Kumpels und ich, wir haben wochenlang in den Stollen geschuftet. Ich bin ziemlich fertig, Mann. Aber so ist das halt. Die einen haben Schwerter und die anderen buddeln. Was willst du hier? Hast du dich verlaufen? Nur Sklaven oder plündernde Nomaden kommen hierher. Und wie ein Sklave siehst du nicht gerade aus. Sancho schickt mich. Ach ja? Und was will der fette Sack? Er will wissen, wo sein Gold bleibt. Hast du schon mal einen Blick in den Stollen geworfen? Was ist passiert? Die Nomaden haben alle Sklaven mitgenommen. Und ohne Sklaven gibt's auch kein Gold. Ich werde es ihm ausrichten. Ja, mach das. Er kann ja selber zur Spitzhacke greifen, wenn er sein Gold will. Ich war an Lago beim Stollen. Sind die Sklaven noch da? Nein. Lago wurde von Nomaden überfallen und die Sklaven sind weg. Bei Belias zornigem Atem. Jetzt reicht's mir aber langsam. Untote in Bensala, Nomaden in Lago. Anscheinend ist die ganze Welt verrückt geworden. Für diese Nachricht sollte ich dir eigentlich gar nichts zahlen, aber natürlich bekommst du deinen Lohn. Untote in Bensala? Du hast noch nichts von den auferstandenen Leichen gehört? Nichts von den Rastlosen und Verfluchten? Lass dich davon nicht ablenken. Hier gibt es für dich mehr als genug zu tun. Bleibe einfach hier und halte dich fern von Bensala. Was hast du jetzt vor? Na was wohl. Wir besetzen den Stollen wieder. Du hast doch nach Arbeit geschrien. Geh zu Vasco. Er soll dir ein paar Sklaven freistellen, aber nicht gerade die besten. Sancho schickt mich. Ich soll ein paar Sklaven nach Lago bringen. Nach Lago also. Und hier darf die Ausbeute natürlich nicht weniger werden. Na schön, pass auf. Schnapp dir den Ausgezehrten. Ihn und seine Kollegen können wir entbehren. Ach, noch eine Sache. Wenn du schon mal in Lago bist, dann bring mir doch ein Paket Sumpfkraut mit. Ich zahle dir auch einen guten Preis dafür. Du und deine Kumpels, ihr kommt jetzt mit mir. Klar doch. Wir sind ja noch nicht völlig im Arsch. Ich bring dich weg. Gut.
Warte hier. Sicher. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Wir sind da. Na toll. Schon wieder hacken. Los, fangt an zu arbeiten. Ist ja schon gut. Wir werden arbeiten. Hey, was läuft hier? Wovon redest du? Du hast Sklaven in den Stollen gebracht? Ja, Sancho will sein Gold haben. Mann, der Stollen ist doch unbewacht. Da muss doch jemand aufpassen. Hier muss man sich auch wirklich um jeden Scheiß selber kümmern. Hast du die Sklaven weggebracht? Ja, sie sind in Lago. Gut. Hoffentlich ist dort überhaupt noch Gold zu holen. Hier ist dein Lohn. Hast du noch was für mich zu tun? Nein, du hast mir sehr geholfen. Ich denke, du kannst es in der Wüste noch weit bringen. Nun, mit deiner Hilfe bestimmt. Verstehe. Gut, mein Einfluss reicht zwar nicht bis Ishtar, aber ich kann dir trotzdem helfen. Der Magier Sigmor aus Bakaresh schuldet mir noch was. Ich gebe dir diesen Brief für ihn mit. Vielleicht hilft dir das weiter. Viel Glück damit! Was baust du hier an? Sumpfkraut, Mann. Reines, feines Sumpfkraut. Hier, nimm mal eine Kostprobe. Ich verkaufe auch Pakete. Das Zeug ist begehrt. Also verpasse nicht die Chance, dir ein paar mitzunehmen. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, der wird ein Vermögen dafür zahlen. Ich dachte, Sumpfkraut wächst im Sumpf. Ja, das denken alle. Aber sieh dich doch mal um. Es wächst schneller, als ich es rauchen kann. Die Bedingungen sind ideal. Jede Menge Sonne, frische Brisen. Das macht den Blütenstaub unglaublich fein. Ich schaffe alle paar Wochen eine Ernte, wenn sich nicht gerade die Blutfliegen oder Nomaden darüber hermachen. Zeig mir deine Ware. Hier ist dein Sumpfkrautpaket. Sehr gut, Vater der Hilfe. Dann will ich mich mal erkenntlich zeigen. Nun, das hat mich wieder einiges gekostet. Ich frage mich... Was? Nun, ich arbeite schon ziemlich lange für Sancho. Klar, er kümmert sich um den Tribut für Zuben. Aber glaub mir, es bleibt genug für ihn selbst übrig. Worauf willst du hinaus? Nun, ich könnte dich mit einer stattlichen Summe Gold zum Sklavenhändler nach Praga schicken. Und? Natürlich tun wir nur so, als ob. Und unterwegs würdest du leider von Nomaden überfallen werden. Wenn du das Sancho erzählst, kriegst du 500 Goldstücke von mir. Bist du sicher, dass er mir das abnimmt? Wenn ich mir nicht sicher wäre, würde ich es dir nicht anbieten. Überleg es dir. Eine kleine Lüge bei Sancho und wir sind im Geschäft.
Ich sollte Sklaven für Vasco kaufen und wurde überfallen. Oh nein! Und das ganze Gold ist... Ist weg, ja. Diese verdammten Nomaden. Sie sind noch schlimmer als alle Crawler der Wüste. Obelia, strafe sie mit deinem Zorn! Alles klar. Sancho ist auf die Geschichte reingefallen. Habe ich es dir nicht gesagt? Hier ist dein Anteil. Und jetzt wollen wir nie wieder darüber sprechen. Vasco hat mir ein windiges Geschäft angeboten. Was? Erzähl es mir, schnell! Nun, er wollte dich um eine stattliche Summe Gold betrügen. Da kenne ich ihn schon so lange und habe ihn immer gut bezahlt. Warum tut er mir das an? Aber das werde ich ihm nicht durchgehen lassen. Jedes einzelne Goldstück werde ich ihm vom Lohn abziehen. Was dich betrifft, ich bin sehr zufrieden mit dir. Ah, du hast mich verraten, du mieser Hund. Du lässt mich schlecht aussehen. Ich sag dir was. Ja? Was denn? Ja, gar nichts. Halt! Keinen Schritt weiter! So, du hast dich also nützlich gemacht. Dann mach weiter so. Wenn du Training brauchst, lerne von mir. Und erledige noch weitere Jobs. Vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Würdest du mich im Kampf unterrichten?